Ja, und damit sage ich Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Nerim. Das ist jetzt mittlerweile die 15. Folge und ja, ich freue mich sehr zu dem ersten kleinen Jubiläum sozusagen. In der Zwischenzeit sind ja auch meine Videos auf YouTube jetzt live gegangen und ja, ich muss sagen, ich freue mich sehr über die vielen Kommentare und Reaktionen. Ja, deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die vielen Tipps und Tricks, die ich jetzt schon erhalten habe. Und ja, heute gerade online gegangen, die 8. Folge. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, wie sie bei euch ankommt. Man ist ja doch immer so ein bisschen aufgeregt, wenn man ja solche Videos macht, sage ich ganz ehrlich. Weil man ja auch irgendwo nicht weiß, was einen erwartet. Aber bisher waren die Reaktionen durchweg positiv und ich freue mich mega darüber. Also vielen, vielen Dank, Leute, für euren Support. Und ja, ich habe mir natürlich eure Ratschläge und die Tipps natürlich auch zu Herzen genommen. Und deswegen wird es so sein, dass es ja eine kleine Änderung gibt ab dieser Folge. Und zwar werden meine Folgen jetzt deutlich kürzer. Meine letzten Folgen waren ja immer so, naja, eine gute Stunde ist ein bisschen untertrieben sogar noch. Also die meisten sind schon um eine Stunde rum, aber es waren auch, ich weiß nicht, 4 oder 5 Folgen dabei, die deutlich über eine Stunde waren. Und das ist halt doch ein bisschen lang. Das war auch so das Feedback von euch. Deswegen werden wir das jetzt ein bisschen kürzer gestalten. Ansonsten noch als Feedback kann ich sagen, das Spiel mega. Also es gefällt mir so gut. Es macht so viel Spaß. Und ich bin echt froh, dass ich das angefangen habe. Und ja, es ist einfach grandios. Also gefällt mir echt mega gut. Richtig schön. Ich habe mir vor heute überlegt, in der Zwischenzeit ist eigentlich nichts passiert, ne? Also ich habe nichts gemacht. Ach Quatsch. Dass wir, das hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt, dass wir, bevor wir zum Sanktum, wo ich ja vermute, dass das hier irgendwo liegen wird, nochmal Gilead oder beziehungsweise die Umgebung von Gilead erkunden. Und da hatte ich mir überlegt, dass wir einmal hier an das Ende von diesem Pfad reiten. Und, das kann ich ja jetzt nur auch nicht leugnen, ich habe mir anscheinend irgendeine Quest hier aktiv geschaltet. Deswegen nehme ich mal an, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, deswegen ist hier dieser rote Questmarker. Und da würde ich natürlich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, den habe ich nicht gesehen. Natürlich habe ich den gesehen, deswegen werden wir da auch nochmal vorbeischauen. Ich werde aber bei den nächsten Malen nicht mehr die Quests ja, aktiv schalten, weil ja, das ist für mich doch schon ganz schönes Gespoiler. Ja, weiß ich nicht, also nennt man das Spoiler? Keine Ahnung. Oha, der Wald von Salatin. 14 bis 24. Ey, wir haben gerade mal Stufe 8, glaube ich, oder? Ob ich mir das so gut überlegt habe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das werden wir dann sehen. Ja, jedenfalls, die Quests werde ich mir nicht nochmal aktiv schalten, weil die ja doch ein bisschen was verraten. Und ja, ich erkunde das eigentlich ganz gerne auf eigene Faust sozusagen, ohne dass ich jetzt irgendwie mit der Brechstange darauf hingewiesen werde. So, dann lasst uns mal gucken. Jo, wir sind tatsächlich hier am Ende von dem Gang und hier ist noch ein Häuschen. Cool, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Weiß ich nicht, scheint hier so eine alte Fischerhütte oder sowas zu sein, oder? Ist hier noch irgendwas? Nee. Oh, eine Eispranke. Sehr schön. Cool. Hauen wir uns direkt an den Kopf.
Oder auch nicht. Das Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns gleich hier wieder. So, hier war uns ja eben das Spiel abgestürzt. Ich wollte mir ja gerade die Eispranke an den Kopf hauen. Ja, jetzt hat es aber geklappt. Sehr schön. Ja, cool. Ist hier irgendwie noch so eine Bootshütte oder sowas? Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Tür, Gilead. Ja, abgelegene Bootshütte. Sehr leicht. Da will ich tatsächlich mal was austesten. Und zwar haben wir ja diese ganzen Rollen. Unter anderem Rolle Ondusis Schlüssel einfach. Und da steht ja öffnen leicht, Schloss an Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Tatsächlich. Also funktioniert das aber nur bei leichten Spielen, wollte ich gerade schon sagen, bei leichten Schlössern. Ja, nice. Das nehmen wir doch mit hier. Ups. Nee, du sollst auch mit. Ja, seitdem ich da einmal in so einem Fass was gefunden habe. Muss ich da irgendwie immer reingucken. Ja, finden wir noch ein paar nette Sachen hier. Nicht schlecht. Oh nein. Die sind jetzt schon zu schwer beladen. Ich fasse es nicht. Ups, das wollte ich nicht. Ah, gut, ne? Die Klinge. Ah, und so, das wiegt natürlich schon ganz schön. Ja. Müssen wir wohl was hier lassen. Kann ich ja sonst bei Gelegenheit was ist das denn, was jetzt so schwer ist? Ja gut, müssen wir hier ein paar Tassen und so hier lassen. Wie gesagt, immer noch. Das kann man ja bei Gelegenheit sonst immer noch mal holen. Ja, schade, dann kann ich jetzt hier gar nicht mehr so richtig was mitnehmen. Pennen könnte man hier auch. Ist ja noch einiges zu holen. Alte Schwede. Oh nein, ich fasse es nicht. Und ein magisches Symbol. Ey, ist das geil oder ist das geil? 12 von 100 haben wir schon. Nicht schlecht. Oh, ein Arkanstein noch. Ich weiß zwar noch nicht, wofür man den braucht. Sind aber auf jeden Fall etwas teurer. Ja, dann muss ich halt leider den Rest erstmal hier lassen. Wer war da jetzt noch? Ach, hier. Eine Schaufel, ich wollte doch sagen. Ja, aber müssen wir leider erstmal hier lassen. Weil zu schwer beladen. Aber das kann ich ja sonst offscreen nochmal holen, das ist ja kein Problem. So, dann schwingen wir uns mal wieder auf unseren coolen Esel. Und ich glaube, ich will noch mal kurz gucken, aber ich glaube, das müsste in die Richtung sein. Ja, das haut dann hin. Ja, ist natürlich, wenn man jetzt mit dem Esel unterwegs ist. Steigt man natürlich nicht mehr ganz so oft ab, ne? Habe ich so den Eindruck.
Also ich habe den ja jetzt erst seit kurzem, den Esel, aber jetzt, wo man, oh, noch ein Rechen und so, eine Truhe. Ja, den Trank können wir mitnehmen, weil der nichts wiegt. Gold können wir auch mitnehmen. Wie gesagt, ich habe den ja erst seit kurzem, den Esel, aber ich habe halt den Eindruck, dass man dann auf jeden Fall nicht mehr so oft dann absteigt, als wenn man jetzt zu Fuß unterwegs ist. Mag auch täuschen. Aber sie greift uns jetzt auch. Oh, krass, die hat uns fertig gemacht mit zwei Schlägen. Ich fass es nicht, Leute. Boah, krass. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss mal einmal kurz gucken. Ja. Ey, die hat uns echt mit zwei Schlägen K.O. gehauen. Was ist das für eine krasse Krabbe denn gewesen? Ja, ich habe halt gedacht, die ist noch friedlicher, ne? Die anderen, die uns jetzt zum Schluss begegnet sind, die waren halt, Alter, die Ratte haut ja auch so rein. Das ist ja übel hier. Ich hab ja nur gar nicht mitgerechnet irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich, weil das hier schon Stufe 14 bis 24 ist. Deswegen hatte ich ja gesagt, ob wir uns das so gut überlegt haben hier. Ja, die sind relativ langsam, ne? Mit einer Fernkampfwaffe kann man die ganz gut erledigen. Wie gesagt, ich habe halt nur nicht mit gerechnet. Und deswegen hatte ich mich auch so übelst erschrocken, dass die uns dann gleich fertig gemacht hat. Ich weiß aber, dass hier definitiv noch eine war. Erdbeeren? Ja, geil. Da hinten ist safe auch eine, das habe ich gesehen. Na, mal wieder zu dumm zum Treffen. Also manchmal habe ich es auch, ne? Also stellt man sich ja dumm an, also weiß ich nicht. Zwei. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Thank you.
Oh. Zum Glück, ey, Leute. Sorry, da war ich gerade wieder ein bisschen leiser, weil ich mich doch wieder recht stark konzentrieren musste. Weil jetzt auf einmal zwei kamen. Da hatte ich ja jetzt nur irgendwie gar nicht mitgerechnet. Und die hatten wir schon. Ja, das hatte ich nämlich vorhin schon gesehen. Da habe ich mir gedacht, naja, kann nicht schaden. Nehme ich mit. Hä? Trifft das echt nicht? Oder bin ich jetzt nur gerade so dumm? Ah ja. Gut, nice. Haben wir das auch noch mitgenommen. Schnell speichern. Ja, haben wir ja noch ein paar Gegner erledigt. Ich habe gesehen, die haben auch richtig EP gebracht. Wahrscheinlich, weil, wie gesagt, das hier auch eigentlich ja ein bisschen von der Stufe her ein bisschen über dem ist, was wir... was wir eigentlich sind. Ach, das waren die Erdbeeren, ne? Da sind welche. Ui, da werden wir uns mal... Ui, da werden wir uns mal ganz schnell aus dem Staub machen. Haben die uns jetzt gesehen? Treffen. Nein, anscheinend ja nicht. Oh doch, 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 das geht. Also nicht ganz so weit, aber... Also ich weiß auch nicht, ob der verbuggt ist, aber der scheint irgendwie nicht zu machen. Also der steht da nur. Ich beschieße ihn jetzt die ganze Zeit. Ihr seht es ja, zieht auch ab, aber er macht nichts. Er schießt auch nicht selbst. Oh, war's das gleich mit dem? ...150 EP. Schmuggler der Sildona? Nitrilstiefel? Uiuiuiui. Eine Krabbe ist da auch? Haben wir die denn einmal beschossen? Ach, der hat uns doch beschossen. Hier lag auf jeden Fall ein Stahlpfeil. Ach ja, die haben sie auch beschossen. Okay. Auch noch Silberbogen. Oh, ich glaube, der ist sogar besser als den, den wir haben. Mithril Kyras. Oh, wir sind schon wieder zu schwer beladen. Ah, den tauschen wir mal einmal. Nehmen wir den. Jetzt sind... Oh ja, scheiße, stimmt. Der hat ja nur 9. Wir haben aber... Ja, da werde ich noch mal ein bisschen was machen müssen. Denn...
So, Rest sammle ich wie gehabt ein, wenn wir... wenn ich alleine unterwegs bin. Ist das wieder so ein Feuer, was man benutzen kann? Das erstmal mal kurz abspeichern, dass ich das nicht vergesse. Nee. Ach, da oben ist auch eine Brücke. Ja, dann lasst uns mal einmal ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Ah ja, okay. Ist vielleicht hier? Nee, da? Okay, ja, jedenfalls scheint das mit dem Questmarker da drüben zu sein. Und das war ja auch die eigentliche Mission heute. Wie gesagt, dadurch, dass meine Folgen jetzt auch immer wieder ein bisschen kürzer sind, darf ich natürlich nicht mehr so rumbummeln, wie die letzten Male. Ist ja geil, dass der Esel schwimmen kann. Wie sieht das aus? Ey, das ist sogar ziemlich realistisch. Ich schwimme ja wirklich so. Das ist ja hart. Geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da werde ich auf jeden Fall auch noch was für die Entwickler raushauen. Das steht schon mal fest. Oder für das Team, das das Spiel ja, entwickelt hat. Ach Quatsch, jetzt habe ich auch noch die falsche Taste. Versteck des Kurtus. Ach, ja, ja, ich erinnere mich. Das ist hier die Quest mit dem... Na, Kopfgeld. Rune Blitzheilung, geil. Genesungstrank, ja, die können, anderen können wir nicht mitnehmen. Altes Rundschild. Eine Schaufel. Ja, die ist natürlich auch nicht schlecht. Was ich nochmal nachgucken wollte jetzt, wo wir gerade schon bei Schaufeln sind. Hammer, ja. Ah, okay, ja. Alles klar. Man kann auch selber reparieren, den hatte ich noch als Tipp bekommen. Sehr schön. Nur das Feuerkurzschwert und hier die Set-Gegenstände, die kann man anscheinend nicht selbst reparieren. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da wirklich reingehen, weil die Gegner eben, die waren ja auch schon so scheiße schwer. Was habe ich noch mit? 5, hier noch ein. Ja, da müssen wir tricksen. Das wird definitiv nicht so gehen. Muss ich ein bisschen clever jetzt auf jeden Fall vorgehen. Das steht schon mal fest. Okay, Leute, das ging tatsächlich. Aber ich glaube auch nur, weil mir der Zombie geholfen hat. Deswegen werden wir uns da gleich 9 holen. Das hat eigentlich ganz gut mit ihm geklappt. Ach so, und ich werde gleich nochmal hier dieses Schild an mir selber anwenden. Und auch gleich mich nochmal voll heilen. Ich weiß nämlich ja ehrlich gesagt nicht, was mich hier erwartet. Hier geht ein Gang rein. Okay. Was ist das? Billiger Wein?
Okay. Oh, ja, da hinten kommt schon einer. Erleuchtung, ja, das fand ich eigentlich. Finde ich ganz cool, seitdem ich das entdeckt habe. Weil, ja, da werden wir das mal machen lassen, weil das noch deutlich heller ist als eine Fackel. Das ist ganz cool. Oha, ja, noch ein bisschen Gold, ne? Ein bisschen Groschen hier. Sehr gerne. Nehmen wir mit. Gern gesehen. Oh, hier noch ein paar Säcke. Oh, sehr schön. Rolle der Elemente. Ja, da bin ich auch schon mal gespannt, was das ist. Habe ich noch nie ausprobiert. Obwohl, ich glaube, das war die Rolle, wo der Gegner denn irgendwie anfällig ist. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen für Wind und, wollte ich gerade schon sagen, hier Frost und Feuer und so. Ja, anfällig gegen Frost, Schock und Feuer, ja, das hatte ich das richtig in Erinnerung. Oha, hier liegt auch noch eine. Okay. Ah, jetzt bloß nicht blamieren. Eins geht immer noch. Ging zu schnell. Ich habe das gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Ich habe es schon gemerkt, dass ich das gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe mit dem ganzen Schalten und Walten. Und wieder nicht abgespeichert. Das ist so typisch. Anstatt, dass ich vorher noch speichere, ne, bevor ich die Tür aufmache. Ich raff das manchmal nicht, ey, wie man selber so sein kann. Also keine Ahnung. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt. Ich ärgere mich sowieso immer am meisten über mich selbst. So, jetzt nicht verkacken. Wobei, da können wir auch die Rolle nehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ein leichtes Schloss, ne? Und ein sehr leichtes. Das schaffe ich gerade noch so. Also, da brauche ich die Rolle nicht. Aber wenn es denn andere sind, dann wiederum, ja, es ist gar nicht so schlecht. Was ich noch mal eben machen werde... Einfach. Ja, die werde ich mir nochmal auf 8 legen. Nee. Auf 7. Die Randziegen auf 8. Und die Fackel auf 6. Hatte ich eben nicht. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch wieder draufgegangen. Weil ich das nicht mehr in dem Hotkey-Menü drin hatte. Ich weiß auch nicht, warum das immer rausgeht. Um ehrlich zu sein. Das war dein letzter Fehler. Ja, scheiße, jetzt häng ich hier fest. Du Scheiße, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Fuck, 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 fuck. Ich habe auf jeden Fall eine Krabbe gesehen. Und der Affe, der kommt hier auch hin. Oh, ich fasse es nicht. Ey, ganz ehrlich, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Das kann ich hier nicht verwenden. Das wusste ich vorher aber nicht. Dann muss
müssen wir auf das Schwert wechseln. Nein, es wird nichts. Der macht uns alle. Ging nicht. Ich konnte auch die Waffe nicht wechseln. Ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich nichts gedrückt. Und natürlich vorhin noch von geredet. Trotzdem nicht abgespeichert. Das ist typisch. Ist so richtig High-End-Buggy-Style ist das. Wieder nicht. Ja. Jetzt aber. Einmal blamiere ich mich noch, dass mir der Dietrich abbricht beim leichten Schloss, wenn ich es jetzt noch öfter öffnen muss. Aber jetzt habe ich gespeichert. Das steht schon mal fest. Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da in das Loch reinzufallen. Der Affe, der kommt da schon. Dieses Mal mache ich das ein bisschen cleverer. Ich werde mich hier positionieren. Dann lasse ich den Zombie erstmal arbeiten. Oh. Der kommt ja schon. Das ging ja schnell mit dem Zombie. Ha! So, jetzt wird mir es aber zu blöd mit dem. Ah, ich glaube, ich habe das auch mit den Tränken vergessen. Alter, wieso? Oh, heute ist nicht mein Tag. Es ist nicht mein Tag, glaube ich, irgendwie. Ich weiß es nicht. Jetzt nochmal von vorn. Jetzt muss ich mir das erstmal wieder alles einrichten, weil es ist ja nicht hinterlegt, warum auch immer. Dann machen wir die jetzt auf 6. So, dann mache ich das nochmal alles in Ruhe jetzt hier. Licht will ich haben. Schild brauche ich. Alles, was geht. Ah ja, da steht er. So, jetzt habe ich mir es aber so gedacht. Dass das immer ein bisschen cleverer macht. Ich treffe wieder den scheiß eigenen Zombie und greife mich damit selber an, ne? So. Haben wir es doch noch geschafft. Ich dachte schon so, heute, ne, wird gar nichts mehr. Ah, das ging ja denn noch. So, Quest aktualisiert, gesucht. Der grobschlächtige Kurtus ist nicht mehr. Ich sollte zur Anschlagtafel zurückkehren und meinen Erfolg kundtun. Bierchen, Gold, das können wir schon mal auf jeden Fall mitnehmen. So. Ich habe mich hier auch wieder mit den Wurzeln irgendwie verfriemelt.
weiß jetzt gar nicht, haben wir für den EP gekriegt? Wahrscheinlich schon, ne? Innen verziert der Eisen zwei Hände. Alter, was hatte der denn hier alles? Bier, Kahntrank, Genesungstrank. Oha. Rune heilender Funke Rang 2. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben nur Rang 1. So, dann speichere ich hier nochmal ab und dann gucken wir nochmal, was hier unten ist. Hier war aber eine Krabbe. So, und dann werden wir noch mal... So, ups. Ach so, und dann hole ich mir mal noch Licht. So, und dann... Was war das? Rune Blitzheilung, ne? Ich habe alles nur Rang 1. Wie geil. Ja, das wird nix. Da müssen wir... Alter, Rolle der Intelligenz. Die ist 362 Ocken wert und 56 Gold. Oh. Ja, davon können wir uns genug Dietriche kaufen. Ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn man... Ach so, die machen nichts. Wenn man da nur... oder wenn man da denn die Hälfte von den Dietrichen verknallt. Aber wir haben ja auch hier welche gefunden. Und wie gesagt, vom Geld her ist das auch genug. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das hier am Anfang? Ach, das ist der Gang, wo ich gesagt habe, hier geht auch noch ein Gang runter. Ah, okay. Alles klar, den habe ich vorhin, wo wir das eine Mal gestorben sind, da habe ich den nicht gefunden. Ja, dann war es das aber anscheinend ja hier. Okidoki, ja, dann haben wir hier wohl alles mitgenommen. Ja, okay, da scheint ja dann nichts weiter zu sein. Schön, schön. Oh, haben wir den Kurtus doch noch geschafft? Ich dachte schon... Wird heute nichts mehr. Nach dem Desaster irgendwie. Ja, schön. Und hier sind noch richtig viele coole Sachen. Ja, wie gesagt, werde ich offscreen wieder alles einsammeln. Und dann noch verhökern. Cool. Sehr, sehr schön. Haben wir zwei tolle Sachen geschafft. Ja. Und dann würde ich sagen, können wir uns ja auf den Weg zum Sanktum machen. Das müsste ja dann hier in dem Bereich machen. In dem Bereich sein. Ja, das ist toll. Sehr, sehr schön. Ich sehe auch, wir haben auch bald den nächsten Stufenaufstieg schon wieder. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, auf dem Rückritt... ja, noch einen Gegner zu erwischen. Dass wir den vielleicht noch schaffen.
Waldwolf. Oha, das sind echt schon neue Gegner. Da muss ich dann auch aufpassen, weil die sind natürlich... Stand ja irgendwie Stufe 14 bis 24. Die dürften deutlich schwerer sein als die normalen. Ja, 150 EP geben die. Wahnsinn. Ja, ich denke mal einen noch. Dann haben wir es wohl geschafft, Leute. So, aber ich gucke lieber nochmal. Nicht, dass ich mich hier wieder im Weg irre. Ja, das ist korrekt. Okay, dann gehen wir noch mal einmal kurz hier gucken. Ah, da ist er. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir an der Wegesabzweigung. Gucken wir hier oben einfach noch mal. Hier müsste ja die Bootshütte kommen, genau. Und dann machen wir uns hier mal, gucken wir uns hier nochmal kurz um. Wenn wir jetzt hier natürlich noch gleich einen finden, wäre top. Wenn nicht, machen wir es halt beim nächsten Mal. Vielleicht ist hier ja noch so ein Wolf oder so. Ja, da sehe ich schon einen. Sehr schön. Nehmen wir den noch mit. Oder auch nicht. Schon wieder das Spiel abgestürzt. Wir sehen uns gleich da wieder. So. Da hat er uns auch direkt angegriffen, so wie ich mir das gedacht habe. Und ihr seht, der haut auf jeden Fall gut rein. Der hat auch nur 90 gebracht. Ah, okay. Das war ein tollwütiger Wolf. Oha, Leute. Da haben wir ja Glück gehabt. Der hätte uns ja wieder anstecken können. Ach so. Aber jetzt können wir noch mal eine Sache noch machen. Ach, Quatsch. Falsch. Und zwar... Blitz... Heilender Funke Rang 2. Ach, Blitzheilung war 3. Na, 2 können wir machen. Dann wollen wir das auch gleich ausprobieren. Hä? Was ist das? Heilender Funke? Nehme ich das beim Esel oder wie? Um jetzt meine Freunde zu heilen? Oder wie muss ich das verstehen? Wo ist mein Esel überhaupt? Jetzt frage ich mich nur gerade ehrlicherweise, wo mein Esel hin ist. Kann man den irgendwie herbeirufen oder so? Boah, ich weiß nur, dass der, als der Wolf angegriffen hat, ist der irgendwie weggegangen. Aber ich weiß jetzt nicht... Oh, ich muss auch aufpassen, merke ich gerade. Da war ja schon die Kapelle mit meinem Zaubern hier. Nicht, dass... diese olle Glocke da noch durchgeht. Losgeht, meine ich. Oha, jetzt habe ich hier schon wieder was anderes entdeckt. Aber ihr habt es gerade gesehen, wir haben den nächsten Levelaufstieg. Ich gehe einfach hier wieder lang. Da weiß ich ziemlich genau, wo die rauskommt. Und das machen wir direkt. Level aufsteigen. Was machen wir denn? Oha, Intelligenz haben wir ja schon ordentlich vorgelegt. Okay, ihr seid aufgestiegen zur Stufe 9. So also funktioniert das. Man schleppt sich vorwärts, setzt einen Fuß vor den anderen, schaut auf und plötzlich ist man da, genau dort, wo man die ganze Zeit hin wollte.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall Schnelligkeit. Geschicklichkeit. Ja, kommen wir Konstitution. Charisma. Ja, machen wir die drei Sachen. Sehr, sehr schön. Cool, haben wir ja doch noch was geschafft. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.